Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Ja, diese wird wat kürzer werden. Ich werde nur kurz rinschnuppern und das mit euch, da ich in meiner neuen Wohnung noch kein Internet habe. Und später denn noch ein komplette Gameplay-Review kommt mit einem befreundeten YouTuber. Und der Blue wird mit mir machen. Ja, und hier sind wohl Saints Row 4 ist hier drin. Und irgendwie eine Erweiterung mit der Hölle. Sah von den ersten Bildern und Videos echt geil aus. Und ich bin nun mal ein Saints Row-Fan. Und habe gedacht, das musst ihr haben. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und euch natürlich auch präsentieren. Ich habe Saints Row. Ich werde aber jetzt erstmal Start drücken. Hier Steuerung, Schwierigkeitsgrad, einfach, oh, lassen wir mal einfach. Anzeige. Filmkörnung zeigen, ja. Ich lasse das mal normal. Audio. Geräusche und Musik. Ich mal auf 60 machen. Machen wir über 50. Nicht, dass ich noch Content-ID bekomme. Und Geräusche lasse ich auf 80. Sprache. Machen wir auf 100. Kampagne. Also später werde ich hier Koop machen. Das ist das Gleiche. Man kann die Ko Kampagne praktisch alleine durchspielen oder mit einem Kollegen online. Das ist richtig geil. Das habe ich damals schon mit dem Blue durchgespielt. Und ich werde das garantiert auch wieder durchsuchten. Ist nur scheiße. Ich muss jetzt warten, bis ich Internet habe. Ich habe hier auch DLCs, die ich euch jetzt nicht präsentieren kann, da ich kein Internet habe. Das kommt dann alles. Neues Spiel im nächsten. Schießkart einfach. Ja, das würde ich sagen, ist so okay, oder? Stellhelligkeit so ein, dass die mittlere Form kaum zu sehen ist. Die ist kaum zu sehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut. Im Aufnahmeprogramm ist sie gar nicht zu sehen, aber bei mir auf dem Fernseher ist sie kaum zu sehen. Ich kann nicht mal meinen Charakter jetzt übernehmen, weil den kann ich online ja nicht abrufen. Falls das hier überhaupt geht. Muss ich erstmal gucken. Also nicht, dass ihr euch wundert, was ich für komische Geräusche hier so nebenbei mache. Ich bin nebenbei noch ein bisschen am Dampfen. Also ich dampfe hier nebenbei, weil ich. Meine neue Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Hier bestimmt Content-ID. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry, I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days.
Also im ersten Augenblick. Sieht es so aus, wie ich jetzt. Oh, mein Controller leuchtet so ja lila. Das ist ja geil. Also etwas abgerundeter, ein bisschen klarer die Form. Ja, alles schon ein bisschen hübscher als auf der 3, muss ich sagen. Ich hab's ja ein paar Mal durchgesuchtet, aber. Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. Schon wesentlich hübscher aus als auf der 3. I know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. Mal gucken. On my signal, we. Ich weiß ja, was passiert gleich. Mal gucken, wie es aussieht. We gotta move! Hast du mal ein Beter gehabt? Übrigens die deutsche Version, wenn Sie nicht wissen wollen. So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Also wesentlich aufhübscher, muss ich echt zugeben. Im Gegensatz zur PS3-Version. Ich hätte gedacht, da sieht man nicht. So dollen Unterschied oder allgemein gar keinen Unterschied, habe ich gedacht im ersten Augenblick. Aber man sieht definitiv Base, are you there? Einen kleineren Unterschied. The intelligence I'm looking at suggests. Hold on. Unterschied. Hi, truck on its way. Wait a minute. Mit dem Licht. Your hammer is. Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Also ich habe mir vorgenommen, so etwa halbe Stunde weg jetzt mit euch spielen. Und. Hold position. Bis da, wo ich dann meinen eigenen Charakter holen kann. Matt, you were saying? The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the U.S. sent Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists? Seriously? And we're in. Get my back. Weil ich weiß, dass man hier irgendwann seinen eigenen Charakter nehmen kann. Ich weiß nur nicht, ob es bei der PS4-Version genauso ist. Attention, attention, please. Quiet, listen. Saints, glad you can make it. Got it. Take it personal. Why would I should have killed you with Steelboard? Well, maybe take it personal. You ruined Steelboard, ruined America. Monologuing. Oh, geil, Sache. Cyrus is seriously lost. Können wir gleich sehen. Wie schießt denn hier? Ach, da ist einer. Weil das bringt's ja nicht, wenn ich hier 20 Mal die gleiche zeige. Dann würde ich sagen. Matt, Kinsey, what's going on? Shit! Our side's bombing the compound! Oh, wait a minute!
a minute, we're still in here. I'm not dropping the bomb. Just get them to stop. What the fuck? Where to now then? Don't swear. Dann würde ich sagen, ich zeige euch erstmal so ein bisschen was. Und this way, people. Dann ist doch viel geiler, wenn ich euch. Every mission has its bumps. Bump? You call that a bump? You're alive, aren't you? Das auch mit meinem Charakter zeigen kann und dann im, den Koop vielleicht mal präsentieren kann. Ich finde es so geil, endlich wieder Saints Row spielen zu können, muss ich echt sagen. Und ich freue mich schon drauf, es nochmal mit dem Blue durchspielen zu können. Also Saints Row 4 und dann DLC. Wo es um die Hölle geht. Oder so, ich hab noch keinen Plan. Ich hab nur irgendwelche Dämonenflügel gesehen und. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. Oh, da ist I can't tell what kind. It's explosives and chemicals, lady. What else you need to know? Wie war denn Deckung? Touchpad ist das Update, okay. Gut. Oh, jetzt erschießen die den einfach. Targets in the next room. Damn it! Ich hab ja die ersten Teile alle gesuchtet. Zwei fand ich gut. Ja, eins habe ich leider nicht gespielt. Zwei fand ich gut. Aber halt nicht so. Aber drei hat mich. Mit drei hat es mir in den Bann gezogen. Don't move! This shit! He's coming out the box! Let's deal with this first. Ich hatte ja schon Angst, weil sie gesagt haben, es soll kein neues Saints Row geben. Aber hier mit dem DLC. There he is. Quick, get ahead of him. Ist ja schon mal was. Steal an insolent child. Ich finde das Verrückte hier an Saints Row, dass es so wirklich extrem verrückt ist. Was? Touchpad? Quick? Quicktime Event. Touchpad für Quicktime Event aktivieren. Ja. Ist ja geil. Also das macht definitiv mehr Spaß als mit X oder Viereck drücken. Come here, you hoodlum. Oh. I'm ending you, Saint, once and for all. Here. Best to just give up now. Damn it! He lost the nuke. Wo ist er denn da? Ich wollte jetzt erstmal noch gucken, wie die Typen. Ah ja, das ist so geil mit der Rakete. Das ist so abgefahren, das Spiel, ey. I remember when we first met. I was just a fun-loving girl.
Muss man sich aber erstmal an diese Touchpad gewöhnen. Aber es kommt echt geil rüber. Weg damit. You said, hey Pierce, how would you like to be the face of the Saints? And I was all, oh man, I'm gonna miss you. Also Saints Row ist einfach nur abgefahren ins Spiel. Had I any idea you would be so willing to sacrifice yourself to save the world? I suppose I wouldn't have tried to kill you. Ist so eigentlich, GTA-mäßig, aber viel cooler, weil es total abgefahren ist. Yeah. Ist das geil. Ich liebe Saints Row, ey. Ist das abgefahren. Bewunderung. Präsidentschaft freigeschalten. Berater freigeschalten. Berater freigeschalten. Ja, bis hier. Sind aber, ich möchte sagen, hier sind jetzt eindeutig mehr zur Auswahl als bei der PS3. Bei der PS3 war männlich, weiblich. Er war, glaube ich, noch. Sie war nicht. Er war, glaube ich, auch nicht. Sie auch nicht. Er auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, bei mir war damals ganz hinten hier noch, dass ich meinen Charakter runterladen kann. Entweder ist das jetzt nicht, weil ich nicht online bin. Oder ich kann erstmal den Haupttypen wählen. Dann nehme ich erstmal den. Achso. Charaktergalerie. Charakterladen. Ah, genau, da kommt es. Gut. Ja, Leute. Haben wir jetzt hier mal 18 Minuten drin geguckt. Ich würde sagen, hier beende ich es erstmal und warte, bis ich in der neuen Wohnung Internet habe. Und dann werde ich euch den Koop-Modus gleich mal zeigen und wie man Charakter halt runterladet. Weil ich habe ja auf der Saints Row-Seite meinen Charakter, den ich in Saints Row 3 erstellt habe und den ich halt über die ganzen Spiele hinweg benutzt habe. Ich freue mich auf jeden Fall mega mäßig, dass endlich wieder ein Saints Row da ist. Und vor allen Dingen für die 4 mit einer geileren Grafik, was ich richtig schön suchten kann. Alter, werdet da viel Spaß haben, das werde ich auf jeden Fall durchsuchten. Ich hoffe, euch hat der erstmal kleine Eindruck gefallen. Da kommt auf jeden Fall noch mehr, verspreche ich euch ganz hoch und heilig. Aber erst, wenn ich Internet habe und wenn ich das im Koop weiterspielen kann und meinen Charakter übernehmen kann, weil wäre ja Blödsinn, wenn ich das jetzt euch zeige und dann, ja, wenn ich später, dann müsste ich wieder von vorne anfangen, um den Charakter zu zeigen. Wenn, dann machen wir gleich richtig. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer